Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danny Rollping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria, das Alisha DLC, Part 5. 5? 5, ja. In der letzten Folge haben wir diese Höhle abgeschlossen, also mehr oder weniger, sind da durchgekommen, haben die Stadtberge hier gefunden und anscheinend soll sich Soray irgendwo hinter der Stadthöhle befinden und ja. 5 Gebiete weiter und wir haben ihn immer noch nicht gefunden. Hier ist ein Schmelztiegel der Bosheit. Gehen wir mal da rein, ne? Mit Alisha und Rose. Ist das dann der letzte? Das kann ja irgendwie nicht sein. Ich kann nicht. Guck mal her. Wahrscheinlich wird die Teamkonstellation wieder ändern, wenn ich herauskomme. Müssen wir ja wohl schaffen, oder? Ja. Jetzt hab ich ihn umgedrückt. Was? Moin. Wird ihr denn? Ja, kann nicht der 8. Schmelztiegel sein, oder? Weil die können mir doch nicht sagen. Die können mir noch nicht im Hauptspiel sagen, dass der Schmelztiegel, dass nur ein Schmelztiegel fehlt. Und der befindet sich die ganze Zeit hier im DLC. Ja, geht doch irgendwie nicht. Okay, was ist mit meinem Kopf? Ich höre die ganze Zeit so ein Frequenzgeräusch. Jetzt würde ich den die ganze Zeit rein und raus stecken. Das nervt irgendwie. Das ist immer noch auf der linken Seite. Ja, hör auf zu flimmern, verdammt. Boah, das geht mir auf die Nerven. Schon in der ganzen Zeit. Irgendwie. Weil so einer natürlich den Kopfhörer tragen und die ganze Zeit rein und raus stecken. Ich bin mir so auf den Nerven gerade. Irgendwie Wackelkontakt oder so. Und kein Heiler fällt mir gerade auf. Meine Güte, okay. So, kurz. So, hab jetzt mal kurz einen ausgestöpselt. Dürft ja keinen Einfluss auf der Aufnahme haben, weil ich habe das ja nicht mit dem Dingen verbunden. Ich glaube jetzt weg. Gut. Nee, ist immer noch da. Boah. Wo ist das? Und das? Oder auch nicht. Ich fahre mich mal hoch. Wenn nur solche vier kommen, ist kein Problem. Sehr gut. Au. Alle. Wo ist der? Ja, das ist aber wohl noch Power, jetzt hab ich das Skill. War einfach die Musik ein bisschen lauter, vielleicht höre ich nach Frequenzgeräusch dann nicht. Nee, hilft nicht. Ja, geh mir aber auf die Nerven. Das ist aber nur, wenn ich spreche, komischerweise. Boah. Alter. Das hat.
Lemo, ja. Hier reicht die ganze Zeit den Angriff. Immun gegen Krankheiten, ja genau, sehe ich. Alter, warum sind die so stark? 65 sind die auch nur. Rose hat immer noch über Probleme zu überleben, habe ich das Gefühl. Kann ich leider nicht so babysitten, weil ich nicht so eine starke Macht bin wie sonst. Ups. Ich bin leicht tot, merke ich gerade. Ich hoffe wirklich, ich brauche die ganzen Heilgegenstände nicht für bevorstehende Kämpfe. Aber ich glaube, ich habe einen Schock gesehen. Karte. Boah. Meine Güte, Rose, verdammt. Wie machst du das? Ich halte dich die ganze Zeit hoch, ne? Schaffst du trotzdem die ganze Zeit. Wald? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Hey. Was zum Teufel? Was war das? Ja, ist wahrscheinlich jetzt ein neuer Gegner irgendwie gespawnt, der uns fertig gemacht hat. Oh, boah, leck mich doch am. Boah, das regt mich jetzt hier gerade auf hier mit meinen Scheiß. Wenn ihr dieses nervige Geräusch, wenn ihr dauernd irgendwie Kopfhörer rein und raus steckt, genau das höre ich die ganze Zeit auf meinem linken Ohr und das geht mir so auf den Nerven. Wird nicht weggehen, glaube ich. Ne. Oh, was ist denn das? So, weiter. Wir nehmen jetzt irgendwas zu essen. Ja, ist doch kacke gewesen jetzt. Warum musst du jetzt ausgerechnet? Also im letzten Moment, da war wahrscheinlich der letzte Gegner, ne? Wir kriegen jetzt voll auf der Fresse noch. Als letztes. Danke. Boah, ist das nervig gewesen. Ich hab am Bocken alles Teile, also einzusetzen. Bleibst du gleich hier? Ja, ich wusste es. Zauber, kein Bock darauf. Also da ist irgendein Gegner gekommen, der hat jetzt so einen perfekt getimten Zauber gemacht, ne? Und beide erledigt, das gibt's doch einfach nicht. Weil warum dauert der Kampf gegen diese blöden Wölfe so lange? Boah, jetzt geht das hier auch noch los. Kann ich euch jede Sekunde hier hochheilen? Ey, boah, die ist verbrannt, ne? Wie schaffst du eigentlich dauernd zu verrecken? Ey. Nein. Ey, was? Was soll der Scheiß? Boah, ich muss den Kopfhörer abnehmen. Das ist auch mein Ohr. Ich habe da sogar mein Ohr. Was zum Teufel? Ein Tinnitus oder wie? Kann ich sein? Ich habe jetzt meinen Kopfhörer ab. Ich brauche keinen Sound. Boah, was zum Teufel? Ich habe ja eben was gegen Artverteidigung. Boah. Ich hoffe, der Effekt bleibt auch, wenn ich da reingehe. Mal ganz ehrlich, so kacke. Da ist mal ihr Viecher hier. Hey, ich drück gar nicht nach oben.
wie oft das schon passiert ist. Warum erst mal ein paar Teile hier weg? Ach, was da? Oh, nee. Und was falsch schon wieder? Wie macht die das? Kannst du nicht mal ein bisschen was aushalten? Nicht den Allsteilerwert nutzen oder wie? Boah, halt auch damit. Boah, ernsthaft. Dann benutzt man eben Allsteiler für einen Schmelztiegel. Ein Schmelztiegel, ehrlich? Boah, was ist das? Welchen Trotzdem auf die Fresse? Aber ich hab so Probleme, er lief am Anfang voll locker. Möglich, ne? Ist halt alle. Dann kommt nachher wieder ein Zauber. Der ballert wie blöd auf mich. Boah. Warum hab ich jetzt so Probleme mit dem? War ein Freund nicht so. Einfach nicht, Mann. Boah, habe ich irgendwann meine Verteidigung und so erhöht. Also noch mehr. Geht doch irgendwie ja nicht. Ja, Verteidigung, nee. Angriffskraft runter, ja, müssen wir den hier nehmen. Ja, nehmen wir das hier. Ja, Verteidigung. Ja, Verteidigung. Warte, warte. Ja, okay, ist gut, ist gut. Jetzt mal auf, ihr blöden Magier. Okay, ich weiß schon mal, wie scheiße. Ach, dieser Goblin, sie können auch zaubern. Das ist super geil. Warum ist das Magier auf mich gehört? Von allen Viechern. Wer hat das schaffen? Ja, jeder von denen ist angeschwächt, aber keiner von denen ist tot. Das gibt's einfach nicht. Mach den Ding nicht fallen. Ja, trotzdem voll Verarschung am Ende. Oh, danke. Mach irgendwas. Wow. Ja, alles heiler. Oh, einer erstmal. Nicht mal hochheilen. Da verstehe ich irgendwie nicht. Warum tut mich jede Stadt? Man kann doch abhalten, mich zu heilen. Das ist eine Logik. Aber es regt mich gerade ein bisschen auf. Das sollte ja nicht so schwer sein. Wenn wir denken, was für ein Devil ich bin und so. Dass ich andere Bosse und so erledigt habe.
So, jetzt kommt. Nee, das war noch nicht, oder? Da war der schon. Ich bin nicht sicher. Ich hab doch gegen Wölfe gekämpft oder so. Nein, ich wollte nichts gerade nutzen. Vielleicht kann ich auch mal benutzen, ne? Wäre vielleicht eine Idee. Warum ja? Dich. Hier sind wir erst, meine Güte. Wir werden schon viel weiter. Ach, jetzt bin ich wieder gelähmt. Und der Heilmitteltrank sorgt dafür, dass ich kurz gegen alle Krankheiten immun bin, ne? Er wäre sogar nicht schlecht. Das würde ja gar keinen Sinn machen, oder? Weil da würde ich ja jedes Mal, wenn ich direkt wieder von der Krankheit heile, schon wieder betäubt werden, wenn ich sowas. So, wer hat mich gerade erledigt mit einem Schlag? Er kam, nachdem ich alle Wölfe erledigt habe. Wer war das? Irgendwie halten die Wölfe voll für uns. Ich weiß nicht wieso. Er schreit doch nach dem Mystic Art, die auf mich alle trifft. Nein, kommt mal alle zu einem Ort hier. So, nee, ich treffe mehr als. Mehr als okay, ich treffe auch drei Leute oder so. Keiner von denen hat irgendwie anderen Taten kommen, geil. Geil. Ja. Was hat ihr anfällig? Du bist widerständlich gegen das. Seit 12.000 Jahren seit Level 87. Was zum Werten diesen Level gemacht? Oh, Leute. Schild mal. So, jetzt kam hier irgendwas. Du hast mich. 130? Den kümmere ich mich nicht. 130 ist ernsthaft. Au, wow, der hat ja gar nichts gezogen. Wow, der ist aber stark. Oder nicht? Ja, das ist noch ein Gegner, wenn wir irgendwie ketten können oder so. Du kannst aber auch Zauber einsetzen, das weiß ich. Nur wenn ich den noch Schaden mache. Verballer jetzt die ganzen Party in diesen Kampf, Gottverdammt. Oh, was? Nein. Boah, jetzt nicht echt. Kann mich nicht hochheilen. Weil ich verdammt nochmal müde bin. Ja, super, geil, danke. Schon verloren. Ja, voll scheiße. Wie viel hat der noch? Wir haben ja 2000 abgezogen, geil. Und lass mich sagen, Ross wird ich jetzt nie hochheilen können, ne? Ja, der geht sofort auf die Luft, geil. Ja, das ist nein, den bringen wir uns ja. Ich hab dann Bock auf diesen einen Angriff, der war mir ein bisschen zu stark. Mega. Aua. Wie ist das überhaupt ein Power-Treffer? Ich dachte, als immun, ja. Der Angst macht uns als einziges Schaden am Gefühl. Rose! War ich aus.
Und auch diese automatische Ausweichung, die ich. Ich meine, immer wenn ich auf den Gegner losgehe und ich ausweiche, weicht mein Charakter irgendwie automatisch aus. Vor allem, wenn ich brechen will in einem Kampf. Nein, 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 oh Gott. Oh, nur ich wurde. Sehr gut. Ja, ich habe ein paar Traum, die ich glaube ich verbrannt. Man setzt halt eine Mystik gerade ein. Oh. Ich krieg halt nie gebacken, wenn ich das brauche. So, komm her. Ja geil, 1000 abgezogen. Also viel abgezogen, so eine normale Kombo von mir. Ist doch sowas für mich. Oh. Da war sowas von ich. Du bist da ein Händler oder so gewesen. Ich glaube, da war ein Händler. Ja, ich nur ausweichen, wenn du diesen Blöden angefallen bist. Der wäre meiner Meinung nach ein bisschen zu stark. Oder was halte ich mal hoch? Das ist ein bisschen. Ich glaube, ich bin ein Schlag weg sein. Ja, danke. Wie gesagt, hochgehalten. Jetzt mal deine Mystik Art ein. So, glaube ich auch so machen, ne? Oh, ich glaube nicht. Ach, abgewehrt. Nein. Ach, gut, abgewehrt. Wow, das ist eine Menge Schaden. Was ist deine Mystik Art einsetzen? Oh, schwanke. Oh nein, man ist das schon wieder. Jetzt kommt jetzt bloß nicht noch. Am Ende des Kampfes mit neuen Angriffen. Und er spammt den Angriff. Geil. Boah. Wenn ich mich jetzt anhöre, als würde ich mich ein bisschen aufregen, dann liegt das daran, weil das so ist. Ja, alles hat mich auch schon gerettet. Ja. Okay, ich weiß nicht, was mit Rose los ist, aber die hat irgendwie eine Fähigkeit, die glaube ich immer ein HP noch übrig lässt. Da bin ich mal geil. Das ist sehr oft schon passiert, dass die immer mit einem KP noch überlebt. Oh nein. Nein. Nicht die Liebe sein. Nein, komm, schaff mal. Der wird gelacht sein. Oh, ist wieder Sonnigkeit. Ja, Schattenauge macht Wesen nicht so hart. Na komm her. Komm her. Und ich werde bei Spam den gleichen Angriff immer wieder, aber mir war schon egal. So, aber ich habe nicht gute Sachen bekommen. Ich habe gut Geld bekommen. Aber alles andere war Schrott. Also so wie in jedem Schmelztiegel. Gladiator. Für Alicia. Nö. Alle Werte plus 20? Was? Ho. Wäre ein bisschen blöd, wenn ich halt Alicia geben würde, weil sie wird ja am Ende nicht mehr da sein in der Gruppe. Ja, so, hier haben wir das. Ja, ja, 704, das soll jetzt annehmbar. Dann haben wir das geschafft. Ich habe noch ein paar Sachen bekommen. Aber die sind nicht der Rede wert, ne? K.O.-Schutz, was? Ja, Männers habe ich keine dabei gerade. Adamantinstiefel. Ich
gewandert, die, ne? Okay, hat man das auch geschafft, gut. Ich mache in der nächsten Folge weiter von Let's Play Tales of Hysteria. Ich bedanke mich als fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.